Hattest du da Bedenken, die Challenge zu starten? Natürlich im Kopf so, ist es was, wo wirklich mir was hilft? Ist es was bloß, wo jemand einfach an meine Kohle möchte? Schon einige Sachen ausprobiert und auch einiges gelesen, und da schon von Anfang an so bei mir war, habe ich halt irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben und dachte, das ist halt so, da kann man nichts dran ändern. Dann habe ich auch mal selber die Kommentare durchgelesen, aber habe dann auch selber schnell gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Unmensch oder so. Und dann habe ich auch gesehen, ich bin jetzt nicht der Einzige, dem das passiert. Und auch die anderen stehen an dem Punkt, Genau, sind also du sich bist am nicht Anfang am gleichen alleine. Punkt gewesen. Ich war nicht allein an dem gleichen Punkt. Es sind schon ganz viele da gewesen, denen es alle genauso geht. Ich Ja. bin so dankbar für jeden einzelnen fucking Kommentar. Ja, dass es eine gute Gemeinschaft ist, wo man auch seine Probleme zusammen kommunizieren kann, da man auch anonym ist, und mir hat das auch sehr viel geholfen, muss ich sagen. Es sind 13.470 Kommentare. Wow. In einem Satz, was war die Erkenntnis für dich? Mich war die Erkenntnis, dass der Pornokonsum schon einiges in einen auslöst, in den Gewohnheiten, und dass man da auf jeden Fall schon direkt am Anfang ansetzen kann und was verändern kann. Wo ich es dann so richtig festmachen konnte, war ehrlich gesagt der erste Erfolg an mir selbst. Ich bin der Pilot und nicht nur der Passagier, ne? Stell dir vor, das ist dein bester Freund, der kommt auch zu früh so. Was würdest du dem sagen? Er soll es machen, ne? Weil im schlimmsten Fall, was hat er zu verlieren? Nur wenn er die 3 Tage durchmacht, wird er schon den Unterschied zwischen allen anderen Möglichkeiten, die man im Internet findet, sehen. Ich würde ihm den Rat geben, mach's einfach und lass dich drauf ein.